Ja, hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend zur zweiten Ausgabe von Orga TV in diesem Jahr. Das Semester neigt sich schon dem Ende entgegen und die meisten von euch Studenten sind wahrscheinlich schon fleißig am Lernen und sich am Vorbereiten auf die anstehenden Klausuren. Wir natürlich auch, wir haben uns aber trotzdem noch die Mühe gemacht, euch wieder eine Sendung zu gestalten mit vielen Beiträgen rund ums Thema Studium. Heute auch ein Beitrag mit personalwirtschaftlichem Hintergrund, der euch so ein bisschen in die Arbeitswelt einführt und auch die Unterschiede zwischen Generation Y und Z herausstellt. Darüber hinaus noch ein Beitrag zum Thema Humankapital. Starten möchten wir. Ah, da habe ich noch was vergessen. Und wir haben natürlich einen Studiogast, der uns heute so ein bisschen in das Thema Basketball einführt, genauer gesagt in die nordamerikanische Profiliga NBA. Er ist Mitarbeiter in einem Internetblog und wird uns das Thema nachher mal ein bisschen näher vorstellen. Starten werden wir aber mit einem etwas nicht ganz ernst gemeinten Beitrag über die ältere Generation in unserer Gesellschaft, für die technischer Fortschritt, soziale Medien etc. ja eher so ein bisschen ein Fremdwort ist und mit welchen Problemen sich diese Generation herumschlägt, das seht ihr jetzt im nächsten Beitrag. Shoppingtag in der Stadt, die Oma voller Freude ihre Einkaufstüte hat. Die Dame wollte ein iPad erwerben, doch das Gerät machte das Abenteuer zum Verderben. Sie probiert alles wie im Bann, doch dennoch. Das Ding geht nicht an. Die Ernüchterung kam schnell herbei. Das Teil ist nur ein Becher für ein Ei. Traurigkeit macht sich breit, doch der Enkel, der weiß Bescheid. Daraufhin bekommt sie ein iPad geschenkt. Danke, danke, fast hätte ich's verpennt. Doch wie benutzt man das Ding? Als Brett? Als Tablett? Oder gar als String? Ab in die Spülmaschine, das blöde Gerät. Fast hätte es ihr den Kopf zersägt. Die Oma versteht die Welt nicht mehr. Warum braucht jeder ein iPad so sehr? Doch schnell merkt sie, im Alltag, da bleibt niemand verschont. Denn die mobile Welt regiert die Region. Ob im Café, beim Bestellen von Dingen, benötigt die Oma ein iPad zum Gelingen. Die Menükarte in Papierform, ja, das ist nun wirklich eine sehr alte Norm. Die Nachhaltigkeit ist hier das A und O. Auch in der Bank hat die Oma keinen vollen Tank. Ein neues Konto einrichten, deutlich schwerer sind die Zukunftsaussichten. Nur noch möglich auf www.worldwideweb.de. Und dann noch diese vielen Nummern, wer behält da den Durchblick ohne Kummer? Da denkt sich die Dame, na wenigstens eine kleine Zeitung als Rahmen. Ein Anruf bei dem Verlag offenbart, nur noch digitaler Service, der ist smart. Bitte benutzen Sie unsere Applikation, sie ist schon bekannt in der ganzen Nation. Nach all den Erfahrungen setzt sie sich ran, die Oma erkundet das iPad wie im Bann. Ein Klick hier, ein Klick dort, schnell wird das iPad zum Informationsort. Plötzlich ruft der Enkel an, ein Rahmkuchen zum Geburtstag, so lautet der Plan. Ihr Rezeptbuch leider verliehen, gilt es erneut, das iPad zu bedienen. www.rezept.de. Ja, es geht doch, ganz ohne WW. Kommunikation mit den Jungen ist nach wie vor gelungen, denn als wäre es ein Muss, geht die Generation 50 plus über zu teilen, hier und da, Selfies aus allen Orten. Na klar, mit der heutigen digitalen Welt, die auch langsam der Oma gefällt, arrangiert sich die ältere Generation, auch wenn nicht immer so mit hoher Motivation. Die ältere Generation tut sich zwar schwer mit der neuen Technologie, aber am Verzweifeln ist sie dennoch nie. Ja, und da sind wir auch schon wieder und wie bereits angekündigt mit unserem Studiogast Philipp Rück. Zunächst mal danke, dass du heute die Zeit gefunden hast und zu uns gekommen bist.
Vielleicht stellst du uns einfach den Internetblog mal kurz vor, mit welchen Themen ihr euch beschäftigt, welche Mitarbeiter es da gibt. Ja. Ja, hallo auch von mir. Also ich schreibe für den Internetblog nbachef.de und der wurde vor mittlerweile mehreren Jahren, 5 Jahre oder so, von Sebastian Dumitru gegründet, der mittlerweile ja journalistisch aufgestiegen ist. Und der hat, war am Anfang noch eher so ein unbekanntes Ding und hat es dann wie ein Lauffeuer verbreitet und ist mittlerweile einer der meistgelesenen Internetblogs zur NBA. Er hat dann nach und nach immer mehr Leute in seine Redaktion dazugenommen. Mittlerweile haben wir im Prinzip für jedes Team in der NBA oder fast jedes Team einen Schreiber, wo natürlich auch die Berichterstattung sehr, sehr tiefer geht, weil wir halt viel auch aus den Insiderberichten halt beschreiben können. Und grundsätzlich ist unser Blog halt so aufgebaut, dass wir darüber hinausgehen wollen, was die Mainstream-Medien anbieten. Sie versuchen natürlich oft, die Sachen einfach zu machen für Basketball-Laien. Dort wird versucht, natürlich auch vor allem über die deutschen Spieler Anschluss zu finden an das Thema Basketball und NBA. Und wir versuchen halt dort anzusetzen, wo wir darüber hinausgehen. Also wir beschäftigen uns dann mit Spieler aller Teams, egal welcher Nation. Wir beschäftigen uns mit modernen oder fortgeschrittenen Statistiken, die eben die Basketball-Erfassung halt mittlerweile bietet. Und ja, das sind so die, es gibt eigentlich kaum Themen, die wir nicht bearbeiten. Also es ist mir auch schon aufgefallen, ich bin ja ein Basketball-Laie und da habe ich wahrscheinlich bei Sport1 und wie die Sender alle heißen, einen einfacheren Einstieg als bei euren Themen. Und für mich als Basketballer wäre es jetzt mal nochmal ganz interessant zu erfahren, wie ist überhaupt der Spielmodus in der NBA. Ich höre da immer nur Eastern Conference etc., Playoffs. Wie läuft denn das Ganze da ab? Also grundsätzlich gibt es 30 NBA-Teams, die aufgeteilt sind in 15 Ost-Teams und 15 West-Teams. Die spielen, wie du schon angesprochen hast, in den Conferences. Und jedes Team hat 82 Saisonspiele. Und nach Ablauf dieser 82 Saisonspiele qualifizieren sich die 8 Besten jeder Conference jeweils für die Playoffs, für die Postseason. Und in den Playoffs wird dann jeweils ein Ostmeister und ein Westmeister ausgespielt und die treffen dann im NBA-Finale aufeinander. Die reguläre Saison geht von ungefähr Ende Oktober bis Mitte April, Ende April. Und die Playoffs setzen direkt danach an und ziehen sich dann wieder über bis Ende Juni eigentlich. Je nachdem, wie lange es halt dauert. Und der Modus in den Playoffs ist dann sogenannte Best of 7. Das bedeutet, es gibt maximal 7 Spiele. Ja. Und dasjenige Team, das als erstes 4 Siege errungen hat in einer Serie, ist der Sieger und zieht eine Runde weiter. Und so werden dann nach und nach die Teams eliminiert, bis es einen NBA-Meister gibt. Also das ist ja im Vergleich zu anderen Sportarten oder wenn man das mit uns in Deutschland vergleicht, zum Beispiel Fußball, eine unglaubliche Anzahl an Spielen. Ja. Und sie spielen dann ja auch immer im 3-4-Tagestakt. Ja, genau. Ich hatte selbst schon das Vergnügen, live beim NBA-Spiel dabei zu sein. Letztes Jahr in den USA, die LA Lakers gegen die Dallas Mavericks. Da haben wir auch ein paar Bilder vorbereitet. Im Staples Center ist das, wo die Los Angeles Lakers spielen. Und ich glaube, die LA Clippers auch. Genau, ja. Also die teilen sich das quasi. Also ein Riesenstadion und auch eine tolle Atmosphäre. Da haben wir auch noch eine... Ich glaube, eine kleine Innenansicht des Stadions, ja. Ja, und wie gesagt, unter anderem habe ich mir das Spiel angeschaut, weil natürlich bei den Dallas Mavericks, wie der ein oder andere weiß, Dirk Nowitzki am Start ist. Vielleicht kannst du uns zu ihm noch etwas erzählen. Ja, Dirk ist ein Phänomen eigentlich. Er ist dann seit Ewigkeiten in der Liga, schon seit den Ende der 90er. Und ist mittlerweile auch schon weit in den 30ern. Aber er ist immer noch so ein effizienter, so ein effektiver Spieler, weil er einfach diesen Fähigkeiten-Sammelsurium hat, das eigentlich so ganz, ganz neu war in der NBA. Also der ist ja 2,13 Meter groß, wirft aber eigentlich wie ein kleiner Flügelspieler. Und das gab es damals in der NBA noch nicht. Das ist halt wirklich eine neue Entwicklung gewesen. Und deshalb ist er heute noch so im Prinzip schwierig zu verteidigen, weil jemand, der so groß ist, den kann man nicht blocken, wenn der den Wurf abgibt. Ja, also fand ich auch sehr interessant. Wir haben ja, glaube ich, noch die Bilder zum Spiel. Ich glaube, der war gefühlt 10 Minuten auf dem Platz im gesamten Spiel, aber die 10 Minuten haben gereicht, um das Spiel für die Dallas Mavericks zu entscheiden. Gut, bei den LA Lakers haben auch ein paar bekannte Spieler wie Paul Gasol und Kobe Bryant gefehlt, aber trotzdem ist nicht mehr die Supermannschaft, die LA Lakers, wie sie früher mal waren, aber trotzdem ein Erlebnis. Genauso wie die Show drumherum.
Also es ist ja, die Show gehört ja in Amerika dazu, bei den großen Sportarten, insbesondere auch beim Basketball. Also gefühlt alle 3 Minuten waren die Cheerleader auf dem Feld bei jeder Unterbrechung. Ja. Dann gibt es eine Kisscam, eine Dancecam, die durch das Publikum fährt. Also die Show steht schon irgendwo im Vordergrund, oder? Definitiv, ja. Also die ist Teil davon. Man will den Zuschauern das bieten. Die Karten sind ja auch nicht ganz billig dort. Das weißt du vielleicht dann ja auch durch deinen Aufenthalt. Ja. Und ja, Show ist wichtig. Also das ist in den USA sowieso ein Mantra in jeder Sportart dort. Also Show steht ganz klar natürlich auch im Vordergrund. Wenn wir jetzt nochmal auf die deutschen Spieler zurückkommen. Dirk Nowitzki ist ja nicht der einzige deutsche Spieler, also der auch seine Wurzeln in Deutschland hat, der mittlerweile in der NBA spielt. Wen gibt es da noch? Dennis Schröder gibt es da zum Beispiel noch, der ursprünglich aus Braunschweig ist und der seit letztem Jahr in der NBA spielt. Der spielt mittlerweile bei den Atlanta Hawks und ist dort, wie für junge Spieler üblich, natürlich ja, erstmal ein Ersatzmann für den Spielmacher. Und er musste sich auch an die Liga gewöhnen, akklimatisieren, weil es einfach ein Unterschied ist zur BBL, zur deutschen Bundesliga im Basketball, weil die Spiele natürlich, wie wir eben schon gesagt haben, viel häufiger sind. Ja. Ein Spiel dauert 8 Minuten länger und es ist einfach eine andere Geschwindigkeit in der Liga. Und er macht seine Sache gut, er wird immer besser, er verbessert sich kontinuierlich, auch in eigentlich allen Aspekten. Und er hat Stärken, die sehr gut in die Liga passen. Also er ist schnell, athletisch, defensiv stark, was viele auch immer unterschätzen im Basketball, die nur die Highlight-Spiele oder die Highlights sehen bei YouTube mit den Dunks und so, aber Defensive gehört natürlich auch dazu und das macht er schon überraschend gut für so einen jungen Spieler. Also es ist jetzt seine erste Saison oder ist das schon seine zweite? Ist schon seine zweite mittlerweile, ja. Also das heißt, er wurde vor 2 Jahren gedraftet, stimmt das? Ja. Oder vielleicht kannst du uns generell mal sagen, wie der Draft in der NBA abläuft. Das ist ja auch ein Begriff, den man aus dem deutschen Sport gar nicht kennt. Nee. Also es gibt natürlich keine Jugendteams bei den NBA-Teams, weil es streng genommen ja auch keine Vereine sind, sondern halt Franchise-Unternehmen, die im Privatbesitz sind. Und das hat zur Folge, dass es Mannschaften nicht auf- oder absteigen können. Und die USA setzt dort in ihren Sportligen halt auf Gerechtigkeit. Das heißt eigentlich, dass die schlechten Teams, die am Ende der Saison die schlechtesten Bilanzen haben, kriegen die guten jungen Spieler. Und das wird dann über die Draft geregelt. Das ist also wie so eine Talentvergabe, wo die Spieler, die aus dem College kommen oder aus Europa sogar, dann in einem System von den Mannschaften ausgewählt werden. Ist natürlich ein bisschen anders als in Europa, weil ihr Arbeitsplatz nicht selber ausgewählt werden kann. Aber es ist halt ein System, das zur Fairness beitragen soll. Also es garantiert auf jeden Fall Chancengleichheit für die Teams. Ja. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die aktuelle Saison werfen, welche Mannschaften sind denn da favorisiert? Welche spielen um die Meisterschaft mit? Ja, wer jetzt vielleicht gedacht hat, die Lakers wären dabei, weil sie immer dabei sind, muss ich leider enttäuschen. Die sind eher bei den schlechten Teams anzusiedeln. Ja, als Favoriten würde ich halt nennen die Golden State Warriors, die sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind und nach der Hälfte der Zeit jetzt das beste Team der Liga sind, ganz klar. Dann natürlich noch die Oklahoma City Thunder, die noch ein paar Probleme haben mit Verletzungen, aber wer ja, einen der besten Spieler der Liga hat im Team, also in dem Fall Kevin Durant, den muss man immer auf dem Zettel haben. Und das wären so die beiden Westfavoriten in meinen Augen, auch wenn es da natürlich viele gute Teams gibt. Ja. Und im Osten würde ich sagen, die Toronto Raptors, die Atlanta Hawks, das Team von Dennis Schröder witzigerweise, und die Cleveland Cavaliers, die den anderen besten Spieler der Liga haben. LeBron James. Genau, ja. Das Team ist ganz neu zusammengewürfelt, hat noch einige Probleme mit Teamchemie, mit System, aber ich denke, die werden noch stark sein. Also Dirk Nowitzki mit seinen Dallas Mavericks, vielleicht, wenn überhaupt, Außenseiterchancen. Das ist schwierig. Der Westen ist sehr, sehr hart dieses Jahr. Ich würde sie nicht zu den Top-Favoriten zählen, aber in den Playoffs ist vieles möglich, weil es nicht immer nur darum geht, welches Team ist vielleicht besser nach der regulären Saison, sondern es kommt auch viel auf die individuellen Schwächen und Stärken. Also wenn ein Team wie San Antonio liegt, Dallas eher und für die ist es schwieriger, Dirk zu verteidigen. Und da würde ich den Chancen geben. Aber wenn sie zum Beispiel auf Oklahoma City treffen, haben sie wenig Chancen, weil die Athletik, die Schnelligkeit, die Jugend und die Power, die Oklahoma City hat, für Dallas einfach eine schlechte Kombination ist. Okay. Also Außenseiterchancen würde ich ihnen auch geben, ja. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt und drücken, denke ich, den deutschen Spielern in der NBA auf jeden Fall die Daumen. Ja. Also bis dahin schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns den Sport ein bisschen näher gebracht hast. Wir kommen schon zu unserem nächsten Thema. Das ist, wie bereits angesprochen,
Generation Y und Generation Z. Wir haben ja natürlich auch an diesem Lehrstuhl einen Bildungsauftrag und das ist auch Thema vom Herrn Professor Scholz. Welche Auswirkungen oder welche Auswirkungen Generation Y und Generation Z in der Arbeitswelt haben und welche Arbeitsauffassung diese Generationen auch mitbringen. Darum geht es im nächsten Beitrag. Schaut ihn euch einfach mal an. In der Arbeitswelt treffen immer häufiger verschiedene Generationen aufeinander. Während eine Generation bestimmte Auffassungen gegenüber Dingen pflegt, kann es bei der anderen Generation schon ganz anders aussehen. Lucy von der Generation Y und Emily von der Generation Z zeigen euch potenzielle Unterschiede. Hallöchen! Hi! Na Lucy, was machst du? Schaust du schon, wo es in deinem nächsten Urlaub hingeht? Wie Urlaub? Emily, von Urlaub kann ich momentan nur träumen. Oje, du Arme. Also, ich fliege in 3 Wochen in die Karibik. Was machst du stattdessen? Oh, du Glückliche. Ich beantworte gerade noch ein paar E-Mails. Das geht ganz gut in der Pause. Im Moment ist so viel los, ich weiß gar nicht, wie ich das sonst alles schaffen soll. Was ist denn mit dir? Pausen sind dazu da, Pausen zu machen. Du musst deine Freizeit nutzen und dich von der Arbeit entspannen. Du, ich arbeite so oft während der Pause, dass es mir selbst gar nicht mehr auffällt. Ich meine, was soll ich auch sonst machen? Du hättest erst gar nicht damit anfangen sollen, Lucy. Oft merkt man gar nicht, wie überarbeitet man ist. Ich glaube, es ist schon wichtig, die Arbeitswelt von der Freizeit zu trennen. Hallo, Mia. Hallo. Ah, Lucy, das sind Sie ja. Wieder eine Pause machen. Ich habe da noch einen dringenden Auftrag, der muss bis heute Abend erledigt sein. Aber das schaffen Sie ja sicherlich. Natürlich. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke, ebenso. Siehst du, so geht das schon die ganze Zeit. Hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Du hast doch gleich Feierabend, Lucy. Uhrzeit, Uhrzeit. Es geht doch schon seit Wochen so. Wenn Aufträge reinkommen, dann müssen die auch erledigt werden. Heutzutage ist es eben so. Wenn du großen Wert auf Einkommen legst, dann musst du auch hart arbeiten. Ich mache den Auftrag heute Abend von zu Hause fertig. Ja, Auftrag hin oder her. Also ich habe eine 40-Stunden-Woche und danach gehe ich nach Hause. Ich lasse mich doch nicht versklaven. Also wenn ich hier die Tür rausgehe, dann lasse ich Arbeit Arbeit sein. Ja, aber ich finde schon, dass du alles für die Arbeit geben musst. Ja, so habe ich das ja auch jetzt nicht gemeint. Also für meine Projekte gebe ich auch alles, aber ich bin davon überzeugt, dass es besser ist, wenn du Arbeit und Freizeit voneinander trennst. Ja, jeder wie er möchte. Ich muss jetzt auch zurück zu meinem Schreibtisch. Naja, wie du meinst, Lucy. Dann mal noch viel Erfolg. Danke für dir auch. Tschüss. Ciao. Konfliktpotenziale zwischen Generationen sind heutzutage nichts Ungewöhnliches. Arbeitgeber müssen lernen, mit diesen umzugehen und die Mitarbeiter auf ihre Art zu akzeptieren. Vielleicht habt ihr auch ihr schon im Berufsleben ähnliche Situationen beobachten können. Ja, vielleicht hat sich ja der ein oder andere in dem Beitrag wiedererkannt. Arbeitnehmer stellen ja heutzutage ganz unterschiedliche Anforderungen an ihr Unternehmen und bringen auch eine ganz unterschiedliche Leistungsbereitschaft mit, wessen Interesse durch diesen Beitrag geweckt wurde, kann sich ja gerne mal das Buch von Herrn Scholz zu Gemüte führen. Da steht alles Interessante zur Generation Z drin. Und wenn wir auch gerade im Bereich Personalwirtschaft jetzt schon sind, ist das eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, Stichwort Humankapital. Ein Thema, das sehr kontrovers unter Personalern diskutiert wird. Es gibt ganz unterschiedliche Definitionen und Auffassungen, wie denn der Humankapitalwert überhaupt berechnet werden kann und ob das eher ein diskriminierender Begriff ist. Dazu haben auch wir uns Gedanken gemacht. Schaut euch doch einfach mal den nächsten Beitrag dazu an, um euch ein besseres Bild zu diesem Thema machen zu können. Humankapital. Was bin ich wert? Oder der Arbeitnehmer als rein ökonomisch betrachtetes Objekt?
Ja, hallo Frau Schmidt. Zunächst mal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich werde mir während des Bewerbungsgesprächs ein paar Notizen machen. Lassen Sie sich davon aber bitte nicht irritieren. Sie haben sich ja für die Stelle als Assistenten im Bereich Human Resources beworben. Können Sie mal in kurzen Worten Ihre bisherige berufliche Ausbildung zusammenfassen? Ja, gerne. Nach meinem Abitur 2009 habe ich angefangen, meinen Bachelor im Bereich internationales Management zu machen und schreibe derzeit an meiner Bachelor-Thesis über das Thema Darwin-Opportunismus und möchte gerne nachher im Bereich Human Resources einsteigen, nach meinem Studium. Für unser Unternehmen ist immer sehr wichtig, dass die Bewerberinnen und Bewerber auch schon die ein oder andere Auslandserfahrung bzw. ein oder andere Praktika vorzuweisen haben. Wie haben Sie sich denn in diesem Bereich bisher weitergebildet? Ich habe im Bereich im Tätigkeitsfeld von Ernst & Young im Bereich Human Resources gearbeitet. Für 3 Monate war das Praktikum. Okay. Jetzt stehen Sie ja noch mehr oder weniger am Anfang Ihrer beruflichen Karriere. Haben Sie schon Ziele, wo Sie in 3 bis 5 Jahren stehen wollen, beziehungsweise was Sie in dieser Zeit schon erreicht haben wollen? Meine Zukunft sehe ich auf jeden Fall im Bereich Personalwesen. Und ich denke, die Anfangszeit im Beruf wird auch eine Zeit der Orientierung werden. Okay. Aber mittelfristig gesehen sehe ich mich schon in einer verantwortungsvollen Führungsposition. Mit welchen persönlichen Stärken können Sie denn da aufwarten, beziehungsweise welche Schwächen haben Sie denn bei sich ausgemacht? Ich empfinde mich sehr als ehrgeizig. Außerdem realisiere ich mir meine gesteckten Ziele. Und als meine Schwäche würde ich meine Ungeduld bezeichnen. Jetzt ist ja sag mal, der Verdienst für einen Berufsanfänger, für einen Berufseinsteiger auch immer sehr wichtig. Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht, welches Einstiegsgehalt würden Sie denn da präferieren? Mein Einstiegsgehalt erachte ich fair, wenn es meiner universitären Ausbildung entsprechen würde. Und ich weiß, dass der Marktgehalt in dieser Branche 40.000 Euro brutto im Jahr ist. Der Personaler nimmt die für die Berechnung des Humankapitalwertes notwendigen Informationen aus dem Vorstellungsgespräch und rechnet ihnen einen bestimmten Wert zu. Humankapital gehört zu den umstrittensten Themen unter Personalökonomen. Kritiker behaupten, Humankapital degradiert Menschen zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Befürworter sagen, Humankapital ist das wertvollste Kapital, das in Menschen investiert werden kann. Ja, und da sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Wir sehen uns wieder am 4.2., also kurz vor Fasching und kurz vor Klausurenbeginn. Wir wünschen euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Und vielleicht findet ja doch der ein oder andere die Motivation, sich schon für die Klausuren vorzubereiten. Bis dahin, tschüss.